Abi Ulm auf dem komischen Kram. Schön, dass Sie kommen. Professor Fig spricht in den höchsten Tönen von Ihnen und Ihrem Einfallsreichtum. Er hielt sich mit Einzelheiten zurück, meinte aber, dass Sie ein schwer zu findendes Buch aufgespürt haben. Möchten Sie mit Ihrer Spürnase vielleicht auch in meine Dienste treten? Natürlich, Mr. Ollivander. Das mache ich gerne. Wunderbar. Wissen Sie, vor etwa 100 Jahren verschwand aus diesem Geschäft ein Apfelholzstab mit Feenflügelkern, ein Erbstück. Meine Großtante verdächtigte einen Schüler namens Richard Jackdaw. Er arbeitete hier als Assistent und verschwand plötzlich. Richard Jackdaw? Ja, er hielt sich wohl häufig in der Eulerei von Hogwarts auf. Natürlich haben wir dort gesucht, aber keinen Zauberstab gefunden. Wir haben eine Reihe von Statuen gefunden, die Dohlen ähneln. Das muss eine Spur sein, aber ich finde nicht heraus, wohin sie führt. Zuletzt hörte man von Jackdaw, als er über ein paar Seiten mit einer Karte kicherte, die er Peeves gestohlen hatte. Natürlich war der Poltergeist nicht gerade hilfreich. Ich schaue mich für Sie um. Sie haben mir genug Hinweise geliefert. Oh, Sie haben diesem alten Zauberstabmacher neue Hoffnung geschenkt. Professor Fig hatte recht. Sie sind bemerkenswert. Wenn jemand wusste, wie man Muggel fernhält, dann häng es von Butchcock. Lumos. Rebellion. Rebellion. Die Statuen, die Mr. Ollivander erwähnte, müssen oben bei den Eulen sein. Ignoriert mich, Eulen. Ich will nur jemandem helfen. Wo sind diese Statuen? Akio! Ich muss wohl... Ich erkenne diese Griffe. Mit dem Aufrufezauber sollte es klappen. Akio! Nichts. Leere Stangen. Könnten groß genug für Dohlen sein. Oder Dohlenstatuen.
Keine Statuen hier. Revelio. Accio. Danke. Das nehme ich. Revelio. Accio. Revelio. Revelio. Vögel haben keine Höhenangst. Ich sollte weiter oben suchen. Accio. Ich muss wohl weitersuchen. Nichts. Eine Statue hier. Ich muss wohl weitersuchen. Nichts. Das kann ich gebrauchen. Levioso. Revelio. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Kann das sein? Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Freu dich, wenn du etwas verstecken willst, hast du den perfekten Ort gefunden. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Richard Jackdaw? Mr. Ollivander hatte recht. Er will seinen Familienzauberstab zurück. Meine Güte, den Zauberstab habe ich komplett vergessen. Ich habe ihn nicht dabei. Ich bin fast sicher, dass ich ihn fallen ließ, als ich in der Höhle geköpft wurde. Töricht es doch war, der Karte zu folgen. Welche Karte? Wirklich albern. Ich habe sie auf vergilbten, alten Seiten gefunden, die Pief stibitzt hat. Ich wollte damit ein Mädchen beeindrucken, aber das ist eine andere Geschichte. Du hast also einen Zauberstab gestohlen, bist einer Karte gefolgt, die du von Piefs hattest und die hat dich ins Verderben geführt? So absurd verkürzt klingt das zwar seltsam, aber ja. Was schert dich ein alter Zauberstab? Mich nicht. Ollivander. Ich will nur die Seiten. Könnten sie bei dem Zauberstab in der Höhle sein? Allerdings. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes? Ich würde dir gerne zeigen, wo sie sind. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns dort. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören der Zauberstab und die Seiten dir. Thank you.
Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Revelio. Hogwarts hat Schutzzauber. Protego! Ich hab was. Du bist so laut wie ein Troll. Was hast du getan? Incendio! Guter Trick. Levioso. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Rebellion. Hier bin ich. Wie versprochen. So sieht man sich wieder, Richard Jector. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Revelio. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Steinbrücke, Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Revelio. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein.
Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Doch Griechisch? Ich muss einfach weitermachen. Revelio. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jektor überraschend verlässlich. Rebellion. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Jektor es beschrieben hat. Hallo, Rebellion. Wie schön, Sie zu sehen. Incendio. Intramuros. Hier draußen wird euch niemand hören. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Incendio. Das ist freundlich, was? Du kämpfst wie ein Schnuddelmaus. Ich werde deinen Tod rächen. Incendio. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jektor mich geführt hat.